Hallo, liebe Zuschauer. Aktuell bin ich jetzt in Lamai. Wir haben ja noch immer das Laufen Hilfe für Samui. Und heute haben wir einen ganz besonderen Anlass. Sam hat mit seiner Truppe dafür gesorgt, dass jemand einen Rollstuhl bekommt. Und das könnt ihr euch gleich mal ansehen. Hallo Sam. Ich grüße dich. Sind wir wieder zusammen? Ja, nach vielen Wochen. Du warst ja unterwegs, aber trotz alledem, deine Jungs hier, die haben ja weitergemacht. Ja. Und heute haben wir was ganz Besonderes. Du hast dich dafür eingesetzt, oder einige, dass jemand hier einen Rollstuhl bekommt. Ja. Wir haben den Tipp bekommen von einer Freundin von mir, von Ute Treuner, die hier auch als Rentnerin lebt. Und die hat immer diesen Opa gesehen, der mit seiner Enkelin hier auf der Straße auf und abläuft. Und sie hing in diesem alten, verrosteten Rollstuhl. Und dann haben wir uns das vor Ort mal angeguckt und haben gemerkt, da muss dringend ein neuer Rollstuhl her, behindertengerecht, mit einer höheren Lehne, dass diese 9-Jährige, die ja noch im Wachstum ist, nicht komplett krumm aufwächst. Und das haben wir dann mit NUM uns angeguckt und haben dann spontan entschieden, wir bestellen. Und jetzt heute ist dieser Rollstuhl angekommen, in Suratani bestellt. Spitzengerät, wir sind alle ganz happy und wir auch. Hallo Ute, hallo. Ich möchte auch Dankeschön sagen, dass du offene Augen hattest und dieses Leid gesehen hast und hast den Sam wohl informiert, dass wir hier helfen müssen. Ne? Ja, ich habe seit Dezember versucht, einen Rollstuhl zu organisieren und das war leider nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, zumal ich auch kein Thai spreche. Ja. Und dann habe ich mich an Sam gewandt und siehe da, ich freue mich so wahnsinnig für das Mädel. Ja. Nicht nur du, ich glaube viele werden, die das gerade sehen. Und das sind eure Spendengelder und ihr seht, die werden richtig eingesetzt. Die Großeltern kümmern sich so wahnsinnig um das Mädel. Ich sehe sie wirklich jeden Tag mit dem Kind laufen, es füttern, es versorgen. Und ja. So, jetzt gehen wir mal schnell hin, nämlich der Rollstuhl wird ausgepackt. Genau, dankeschön. Ja, Sam, kannst du was zu dem Rollstuhl sagen? Du sagtest gerade schon, das ist ein spezieller. Sie ist wohl die Kleine, ich sehe sie, sie ist 9 Jahre alt. Ja. Was kannst du denn zu dem Rollstuhl sagen? Der Rollstuhl ist in Suratani bestellt und ist stainless, also rostfrei. Und nicht diese üblichen Billigmodelle, die man hier bekommt. Da haben wir uns also ein bisschen was kosten lassen. Aber dafür haben wir 5 Jahre Vollgarantie. Und wie du siehst, kann das Mädchen jetzt mit der hohen Lehne gerade sitzen. Kann sogar mal ein Nickerchen machen, kann sich zurücklehnen. Das Ding ist also optimal. Das hilft ihr wirklich weiter. Auch der Familie. Das besonders Traurige ist, dass dieses 9-jährige Mädchen gesund auf die Welt gekommen ist und die Mutter als Teenager sie geboren hat und offensichtlich völlig überfordert war. Und wir wissen nicht, was passiert ist, ob sie runtergefallen ist. Auf jeden Fall hat sie einen Hirnschaden erlitten, Kopfverletzung und ist seither spastisch gelähmt. Aber wie sich die Großeltern und vor allem der Opa um sie kümmern, ist sowas von rührend. Das ist unfassbar. Jetzt wird gerade die Kleine hier in den Rollstuhl gesetzt. Das erste Mal, sie ist eine hübsche, lebhafte. Und wir haben die letzten Tage auch mit ihr viel gescherzt und gelacht. Jetzt ist es ihr natürlich ein bisschen suspekt, wie ihr seht, aber sie ist sowas von niedlich und aufgeweckt. Und das Schöne ist ja nicht nur, dass die Großeltern sich so kümmern und sie am Leben teilnehmen, sondern wir sind jetzt gerade über unsere Kontakte auf dem Festland in Nakhon Si Thammarat, gibt es so eine Einrichtung für Kinder wie sie, wo sie dann gezielt gefördert werden können. Und das ist dann der nächste Schritt, den wir gehen wollen, dass wir einfach wirklich mal was erreichen, was Erfolg hat, was alle weiterbringt. Und das ist der Opa, der immer spazieren gegangen ist. Oh. Der ist sowas von süß. Also ich habe den auch schon laufen sehen. Und der sitzt stundenlang im Garten mit ihr und spielt und lacht. Also es ist so ein herzensguter Kerl. Da ist die Oma. Das Schöne ist, dass ich, als ich vergangene Woche hier reinkam, festgestellt habe, dass das vor 15 Jahren meine Nachbarn waren. Ich hatte also 7 Jahre das Nachbarhaus angemietet und hier mein erstes großes Motorradgeschäft damals, das noch jeder kennt. Und das war natürlich ein Riesenhallo und sie sind sowas von dankbar und happy. Sie möchte dahinter. Die braucht Förderung. Das ist das große Klasse. Also da kann man was erreichen. Wir haben gleich gesagt, da müssen wir was machen. Ja, man kann sehen, dass die Kleine sich wirklich freut darüber und alles abtastet und das registriert, dass was Neues da ist. Ja, ihr seht im Hintergrund, da ist jemand wirklich glücklich. Dank eurer Hilfe. Und jetzt werde ich mal den Sam ansprechen, wie die Zukunft aussehen wird. Wir haben ja noch einiges an Geld übrig. Da werden wir auch gleich mal kurz drüber sprechen.
Ja, jetzt sind alle zusammen, Vater und Sohn. Die haben ja mega Dinge geleistet in den letzten Wochen, auch wo sie nicht da waren. Ja, und wir haben auch noch eine Zukunft, was wir zu planen haben. Ne? Also ich habe gerade schon zu ihm gesagt, ich habe noch von euch locker 160.000 auf der Bank liegen hier. Und die kann ich dir dann zur Verfügung stellen. Hier und da werde ich natürlich auch noch meine Sachen dann auch noch durchziehen. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja die Familie mit den 12 Kindern unter mir genommen. Und das entwickelt sich ganz gut. Der Vater kommt bei mir den Rasen schneiden und verdient sich dabei auch ein paar Bad und fühlt sich dann auch besser, dass er nicht nur alles geschenkt trägt. So, aber ihr macht ja die ganz großen Projekte. Wie sieht es denn da aus für die Zukunft? Also wir haben uns ja, du und ich, so vereinbart, dass wir jetzt erstmal meine Konten da abräumen, dass wir da auch nicht durcheinander kommen. Bei mir ist jetzt Ebbe eingetreten. Allerdings hast du noch eine Reserve und ich habe diesen Schweizer Großspender, den Hans-Rüri Büttler, der wohl am Mittwoch 150.000 Baht überweisen will und der noch in Chiang Mai, einen Schweizer Freund, der auch recht wohlhabend ist, der war auch so begeistert, der will sich auch nochmal beteiligen. Und ich habe heute, ich habe in Taipeh einen Mann, den ich gar nicht kenne, der früher in Bangkok war, der hat in der Süddeutschen Zeitung über uns gelesen. Und der schickt jetzt heute zum dritten Mal jeden Monat erst 500 Euro aus Taipeh für unsere Aktion. Also insofern geht es immer irgendwie weiter und wir können immer noch was machen. Das ist für mich das Schönste, dass die Leute so selbstständig von sich aus sich beteiligen. Ja, das kommt wahrscheinlich auch, wie offen wir das machen. Ne? Bei vielen Organisationen, da wird gespendet und dann hört man nichts mehr davon. Wir lassen euch teilhaben an der ganzen Sache. Durch Filmaufnahmen, Fotos, jedes Mal, wenn der Sam was macht mit seinem Sohn. Wir berichten ja auch da, wo es hingegangen ist, das ganze Geld. Wir haben ja über 1 Million, 1,2. Wir haben jetzt über 1 Million schon ausgegeben. Ausgegeben. Ja, ich schätze, vielleicht kann auch 1,1, muss ich jetzt einen Kassenschlag machen. Aber mit deiner Reserve, mit dem, was jetzt noch kommt, ich habe in Deutschland, glaube ich, auch noch so 600, 700 Euro liegen. Das wird jetzt alles gesammelt, wenn weitere Spenden kommen und dann wieder vom BNV überwiesen und dann geht es direkt wieder in unseren Spendentopf und von dort direkt wieder auf die Straße. Ja, wo geht das Geld jetzt hin, was wir noch haben? Wir haben ja in der Vergangenheit sehr stark die Burmesen geholfen, ja, aber die sind ja jetzt mittlerweile aus diesem Hilfsprogramm raus. Nicht wirklich, wir haben die immer noch, wir haben sehr guten Kontakt, wenn da Not ist. Wir sind kurzfristig in der Lage, da schnell was einzukaufen. Okay. 200 Kilo Reis hinzufahren, Eier, da müssen wir nicht immer Plastik verpacken, ja, und okay, alles. Also wir haben da auch schon ein bisschen die Nischen gefunden. Für uns ist wichtig Effektivität bei der Hilfe. Mhm. Wir haben keine Bürokratie, deswegen hat auch der Mann in Taipeh gespendet, der sagt, er hat das noch nie gesehen. Ich spende, kommt zu Florenz oder Sam und von dort geht es direkt ins Projekt. Wir haben also keine Verwaltungskosten, nichts. Und das ist eigentlich ein Idealzustand für ein Projekt. Ja. Und ansonsten werden also denen geholfen, die also keine Arbeit haben und nichts zu essen haben. Muss man klar sagen, hier gibt es noch Menschen, die haben nichts zu essen. Ja. Und die können also nur von Spenden leben, von den Nachbarn oder von uns. Es geht, glaube ich, die richtig harte Phase wird jetzt erst beginnen, weil so wie es aussieht, wird es bis zum Jahresende hier nicht viel Arbeit geben. Und dann sind die Leute dann nach 2, 3 Monaten auch mit ihren Eisernen Ersparten am Ende und ich bin gespannt, was da im Herbst auf uns noch zukommt. Also ich denke, für uns ist die Geschichte so oder so noch lange nicht vorbei. Ja. Nun ist jetzt auch dazu gekommen, das ist ja der Organisationsleiter vom Roten Kreuz. Weil ich noch mit dem Grünen Kreuz. Okay. Der ist vom Roten Kreuz und hat die ganzen Aktionen geleitet hier. Ja, koordiniert, geleitet, auch immer, bei jeder Einzelnen war er dabei. Sudihab, เจนรงค์คุณสวัสดิ์นะครับอยู่ในส่วนของสมาชิกสภากาชาติอำเภอเกาะสมุยครับเราดำเนินโครงการในส่วนของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงดังในรูปที่เห็นนะครับการดำเนินการครั้งนี้เราจะส่งให้สภากาชาติมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นรอยต่อของอำเภอเกาะสมุยของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโครงการของเราจะมีการดำเนินการไปเรื่อยๆซึ่งโครงการของเราจะเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโควิดและผู้ป่วยหลายๆส่วนของคุณแซมนะครับที่ใช้ชื่อว่าแซมช่วยสมุยขอบคุณครับ Also der Kundum hat ja ausgezeichnete Kontakte auch zur Regional- und Provinzverwaltung des Roten Kreuzes.
Und wir haben jetzt die ersten schwersten Fälle dort offiziell registriert, mit ID-Karte, mit Adresse, mit allem, mit dem Zustand. Und es geht jetzt zeitnah los, dass die regelmäßig versorgt werden mit Geld, mit Hilfsgütern. Die sind durch unsere Aktion aufgefallen und sind jetzt in diesem großen Raster drinnen und fallen da auch nicht mehr raus. Und das, glaube ich, ist ein Riesenerfolg. Das können wir ihm verdanken. Er hat unwahrscheinlich gute Kontakte in Soratany bei der Provinzverwaltung und das kommt jetzt zugute. Ja. Das hört sich ja alles gut an für die Zukunft. Ja. Das ist schon toll, die Transparenz hier ist ja grandios. Ja, vielen Dank mit diesen Bildern und ich werde jetzt mal gucken, wie die Kleine da jetzt mit dem Rollstuhl zurechtkommt. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank an alle, super. Tschüss. Danke euch. Das ist ein schönes Abschlussvideo und Dankeschön, Daumen nach oben.